Hallo miteinander, da ist Riding the Alps 15 mit dem, kann man sagen, Motorvlog. Und zwar über das Thema, wie komme ich zum TÜV fahren, warum fahre ich das, was ich fahre und wie lange fahre ich schon TÜV. Ich bin gerade auf dem Highway. Der ganze Highway. Wenn es nicht alles über die Autobahn geht, geht etwa eine Stunde, bis ein bisschen mehr. Also gut, genug Möglichkeiten zum den Motorlog zu machen. Zuerst einmal, was fahre ich überhaupt? Ich habe zwei TÜV, einen Yamaha Tracer 700, den habe ich seit dem Herbst 2016. Und dann habe ich für den Winter noch einen Yamaha X-Max 400 mit Allwetterreifen, den ich auch brauche in der näheren Umgebung zum Einkaufen, Sachen erledigen und so weiter. Vorteil ist, man hat eigentlich überall einen Parkplatz. Wie komme ich zum TÜV fahren? Im 2011 habe ich einen Weg gesucht, wie dass ich sehr mobil und auch günstig arbeiten kann. Ich bin bis dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug, an die Arbeit, mit dem Auto am Bahnhof, Zug genommen und dann arbeiten. Ich wollte mobiler sein, aus verschiedenen Gründen. Und habe aber die Kosten für einen Parkplatz während dem Tag in der Stadt nicht wollen tragen. Die sind schlichtweg nicht mehr bezahlbar gewesen. Und somit wäre die Variante Velo gewesen oder was auch immer. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich immer mehr so Rollerli auf der Straße anzutreffen sind. Und weil ich relativ einfach zu einem A1-Ausweis gekommen bin, habe ich gedacht, ich probiere es mal und bin mir einen alten Roller gepostet. Ich werde es irgendwo da oben einblenden, was da für eine war. Es war ein 125er Yamaha Roller. Mit 9 kW Leistung und hat bestens gelangt, um mit dem am Morgen zu arbeiten und am Morgen wieder heimzukommen. Es war ein bisschen schwach auf der Brust mit 9 kW. Ich wohne ein bisschen in der Höhe und das hat man dann auch gemerkt. Es war nicht wirklich leistungsfähig gewesen. Jedoch habe ich irgendwie den Plausch bekommen. Am TÜV fahren, also am Roller fahren, war mir lustig gewesen. Es hat mir richtig Spass gemacht. Auf der Autobahn hat er mit 80 Stundenkilometer angefangen zu zittern, aber da habe ich mich noch gefreut. Und ich bin auch die ersten Pässer gefahren, allerdings, ich glaube, die Fuss wäre schneller gewesen. Und dann im 2013 musste ich den TÜV vorführen. Also den Roller musste vorführen. Es war allerdings so alt und hatte Rost angesetzt, dass Reparaturen relativ teuer gekommen wären. Weil ich den A1-Ausweis ja hatte, habe ich gedacht, ja gut, schau mal. Und haben mir einen neuen X-Max 125 gepostet. Das Bild müsste ich haben und ich zeige es auch irgendwo da oben. Und jetzt bin ich da halt bis später.
Wie gesagt, im Jahr 2013, ich glaube, dort bin ich gesehen, habe ich dann einen stärkeren Roller gekauft. Das war immer noch ein 125er. Ein X-Max 400, habe ich glaube schon gesagt. Nein, 125. Und nicht 400, 125. Genau. Und der hat aber 11 Kilowatt gehabt. Mit dem bin ich natürlich auch gearbeitet, gependelt. Und gehen wir es mal rein tun, wenn man schon losfährt. Und habe dann angefangen mit dem auch kleinere Touren fahren, Tests fahren. Ist zwar immer noch mühsam gewesen, aber hat richtig Spass gemacht. Und irgendwie hat mich da, glaube ich, der Virus gepackt. Und ich bin eigentlich nur noch auf dem Roller gehockt und umeinander gefahren. Es ist etwas mühsam geworden, wenn man dann besser auffährt. Dass einem sogar alte Grossmütter mit dem Fiat 500 überholen. Und da habe ich dann gefunden, jetzt möchte ich doch ein bisschen etwas anderes. Und habe beim Umstöbern einen T-Max 500 gesehen, der mir noch gut gefallen hat. Aber für den hätte ich die A-Lizenz gebraucht zum Fahren. Heute würde ein A2 langen, aber damals hat man ein A gebraucht. Also bin ich zu meinem Händler gegangen und habe mal geschaut, wie es aussieht. Ich habe über den Winter den T-Max 500 bestellt und habe meinen alten Roller, der hat eigentlich ja, knapp ein bisschen mehr als ein Jahr ist der gefahren worden, eingetauscht, weil ich eigentlich wieder einen Roller wollte. Ist sehr bequem zum Fahren und ein T-Max hat dann noch ein bisschen Zug unten raus. Vor allem wenn es gerade geht in der Ebene. Ich habe eine schöne Tour gemacht. Ich habe den Ausweis gemacht. Das A im August. Nein, Ende Juli. Ende Juli war die Prüfung, 15. Und habe sie bestanden und hatte einen Ausweis gehabt. Und bin dann mit dem über die Ferien gerade ein bisschen ins Ausland, Italien und ja, Pest gefahren, Stilfserjoch und das alles. Ich habe im ersten Jahr, wo ich den hatte, 28.000 Kilometer gemacht. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich beim Passfahren immer auf Vollgas war. Wenn es bergauf gegangen ist. Habe ich mich entschieden, einen geschalteten TÜV, also ja, einen grossen TÜV zu. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und dann ist der Tracer 700 von der Yamaha. Der, den ich jetzt fahre, neu war. Er ist neu vorgestellt worden. Und ein MT09 Tracer wäre mir damals noch zu stark gewesen. Darum ist die MT07 Tracer 700 für mich eigentlich das ideale Modell gewesen. Und ich wollte eigentlich gleichzeitig den T-Max behalten als Roller für eben zum Einkaufen, zum, ja, zum Arbeiten und halt einfach solche Sachen. Da hat mir ein Rehbock dann eine Strichdotrechnung gemacht, weil zwei Wochen bevor ich den Tracer konnte holen, das war im August 2016. Im August 2016 war ist mir zur Nacht ein Rehbock in T-Max hineingesäckelt. Das war total schade.
Die Versicherung hat den Schaden anerkannt, Wildschaden, und hat mir das gezahlt. Und statt dass ich jetzt einen neuen Team-Ex gehe posten, habe ich gedacht, ich will für den Winter immer noch etwas und auch zum posten. Ja, Madame. Ist gerade, ja, Rabatt gsi, ein Ausverkauf eigentlich von einem X-Max 400. Und und dann habe ich mir den gepostet. Mit dem bin ich über den Winter, wenn es einigermaßen gegangen ist, auch gefahren. Seit ich auf dem X-Max 125 gehockt bin ich angefressen. Und seit ich Tracer fahre, bin ich krank. Das ist, ja, das ist so. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass sie so lange da gewesen sind und meinem Gebrabbel zugelassen haben. Und wünsche ihnen alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Merci vielmals und ciao zusammen.